Für uns ist die Blockade in der Europapolitik ein großes Problem, denn sie verunmöglicht jeglichen Fortschritt im Bereich der europäischen Bildungs- und Forschungsabkommen, wie zum Beispiel Horizon Europe oder Erasmus+. Nicht nur der EGA-Bereich leidet darunter. Auch die Startups und innovativen KMUs der Schweiz würden von einer Assoziierung stark profitieren. Wir müssen über Europa reden. Ich hoffe, dass wir miteinander einen Weg finden.